Hallo allerseits, hier mein Vortrag zum Thema Tierwerden. Es handelt sich um Überlegungen zu Jakob von Uexküll. Und ich frage mich in diesem Vortrag, wie Plessner und Deleuze, Guattari in unterschiedlicher Weise sich auf Jakob von Uexküll beziehen. Und mich interessiert dabei insbesondere das Konzept der Umwelt von Jakob von Uexküll und die Art und Weise, wie es bei Plessner und bei Deleuze-Guattari sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Adolf Portmann schreibt in einer Einleitung zu Texten von Uexküll, dass zwar die Lebensplanforschung, Umweltforschung von Uexküll in der Biologie große Bedeutung erlangt hat, dass aber gleichzeitig die Idee, Umwelten von Menschen genauso wie von Tieren zu thematisieren, dass diese Idee von Anfang an sehr kritisch gesehen wurde und er selbst dies auch sehr kritisch sieht. Und man könnte diese Bemerkung von Adolf Portmann vor dem Hintergrund von Kulturanthropologien lesen, wo gewissermaßen die Kulturen die Vielfalt der Umwelten wiederholen und eben in der Weise, dass es nicht eine spezifisch menschliche Welt gibt, die sich nochmal von der Vielzahl der Umwelten unterscheidet und in diesem Sinne eben keinen Anteil hat an einem universalistischen Konzept des Humanismus. Und es ist gewissermaßen diese Idee, die Umwelten von Uexküll nur auf eine bestimmte Weise zu integrieren in ein umfänglicheres Konzept philosophischer Anthropologie, was bei Plessner schon in den Stufen des Organischen 1928 explizit gemacht wird. Ganz anders ist die Anknüpfung bei Deleuze und auch bei Deleuze und Guattari, die eben auch in ihrer gemeinsamen Arbeit an verschiedenen Stellen auf die Umweltforschung von Uexküll zu sprechen kommen. Und dies interessanterweise auch im Rahmen des sogenannten Tierwerdens, sodass man also sehen kann, dass der Umweltgedanke vor dem Hintergrund dieser Thematik Mensch-Tier-Differenz auch eine Verwendung findet, um eben den Menschen in ein Tierwerden hineinzuziehen. Also man könnte vielleicht sagen, dass der Umweltbegriff auch dafür taugt, gewissermaßen etwas Animalisches aufzurufen. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil es sich um eine sehr begrenzte Perspektive handelt bei den Umwelten und eben dieses Universale. Moment, was man im Weltbegriff üblicherweise verortet, aufgegeben werden kann oder irgendwie problematisiert und verändert werden kann. Ich beginne mit ein paar Überlegungen zur Umweltforschung Jakob von Uexkülls und beginne mit einem sehr berühmten Beispiel, nämlich der Zecke. Und ich will das aus den Streifzügen mal direkt zitieren. Jakob von Uexküll schreibt eben in diesem Text Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen
ein Bilderbuch unsichtbarer Welten aus dem Jahr 1934. Die Zecke hängt regungslos an der Spitze eines Astes in einer Waldlichtung. Ihr ist durch ihre Lage die Möglichkeit geboten, auf ein vorbeilaufendes Säugetier zu fallen. Von der ganzen Umgebung dringt kein Reiz auf sie ein. Da nähert sich ein Säugetier, dessen Blut sie für die Erzeugung ihrer Nachkommen bedarf. Und nun geschieht etwas höchst Wunderbares. Von allen Wirkungen, die vom Säugetierkörper ausgehen, werden nur drei und diese in bestimmter Reihenfolge zu reizen. Aus der übergroßen Welt, die die Zecke umgibt, leuchten drei Reize wie Lichtsignale aus dem Dunkel hervor. Diese Stelle ist sehr berühmt und verdeutlicht, dass Umwelten eben eingeschränkte, ja, Wahrnehmungswelten, aber auch Verhaltenswelten sind, gewissermaßen. Im Falle der Zecke gibt es nur drei sinnliche Qualitäten, die von ihr wahrgenommen werden: Geruch, Taktilität und Wärme. Und diesen drei Wahrnehmungsqualitäten sind drei Verhaltensweisen zugeordnet. Also sie riecht etwas und lässt sich fallen auf den Körper eines Säugetiers, der vorbeiläuft, eben weil der auf eine bestimmte Weise riecht. Sie läuft auf diesem Körper herum, weil sie etwas fühlt, nämlich zum Beispiel Haare. Und sie bohrt sich hinein in diesen Körper, weil sie ein Temperaturmerkmal wahrnehmen kann. Und diese planmäßige Abstimmung von Merk- und Wirkwelten machen genau das aus, was eben eine Umwelt ist. Ein weiteres Beispiel aus dem Text von Üxküll, das gewissermaßen die Vielfalt tierischer Umwelten nochmal sehr schön veranschaulicht, wäre die Rede von den Seifenblasen. Also die Umwelten werden mit Seifenblasen veranschaulicht. Und ich zitiere nochmal aus den Streifzügen. Wir beginnen einen solchen Spaziergang durch die Umwelten von Tieren am besten an einem sonnigen Tage vor einer blumenreichen Wiese, die von Käfern durchsummt und von Schmetterlingen durchflattert ist, und bauen nun um jedes der Tiere, die diese Wiese bevölkern, eine Seifenblase, die ihre Umwelt darstellt und die erfüllt ist von allen jenen Merkmalen, die dem Subjekt zugänglich sind. Sobald wir selbst in eine solche Seifenblase eintreten, gestaltet sich die bisher um das Subjekt ausgebreitete Umgebung völlig um. Viele Eigenschaften der bunten Wiese verschwinden völlig. Andere verlieren ihre Zusammengehörigkeit, neue Bindungen werden geschaffen, eine neue Welt entsteht in jeder Seifenblase. Nun sind die vielen Tiere eben nicht imstande, aus ihrer Blase herauszutreten. Und dasselbe gilt nach von Üxküll auch für die Menschen, die aber genau über diesen Sachverhalt eben reflektieren können, auch wenn es ihnen nicht gelingt, eine von ihrer eigenen Umwelt völlig unabhängige Welt wahrzunehmen oder zu konzipieren. Diesen Sachverhalt verdeutlicht terminologisch die Differenz zwischen Umwelt und Umgebung. Die Umgebung liegt gewissermaßen den einzelnen Umwelten zugrunde, könnte man vielleicht sagen, aber abstrakt als eine Art Totalität, die auch alle anderen Umwelten speist. Und an dem Punkt taucht gewissermaßen eine methodische Ambivalenz auf,
Weil mit dem Begriff der Umgebung wird darauf aufmerksam gemacht, dass eben die biologischen Verhaltensforscher, die die Umwelten studieren, also die diese Umwelten zum Thema machen, dass die in einer bestimmten Weise schon in der Lage sind, eine einzelne Umwelt zu überschreiten und bei von Uexküll verschmilzt gewissermaßen mit dem Begriff der Umgebung, die ja eigentlich niemals Umwelt sein kann oder Umwelt werden kann, verschmilzt dieser Begriff der Umgebung mit einer quasi menschlichen Umwelt, die insbesondere eben von den Verhaltensforschern gehabt wird, oder es ist eben eine Umwelt, die so vielfältig ist, dass sie quasi in der Lage ist, ganz verschiedene Umwelten zu charakterisieren. In einer gewissen Konsequenz heißt dieser Punkt natürlich auch, also dass in das Konzept der Umwelt fließt dasjenige der Umgebung ein. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, wie kohärent ist eigentlich diese Überlegung, dass der Umweltforscher gewissermaßen in die Umgebung vordringen kann, auch wenn Uexküll das so nie formulieren würde. Er schreibt, seine eigene Umgebung kennt kein Mensch, denn diese ist immer in der fremden Umwelt eines anderen Subjekts gelegen. Und trotzdem natürlich, was er tut, ist eben die Vielfalt der Umwelten zugänglich zu machen. Von Uexküll bedient sich an dieser Stelle der kantischen Philosophie und insbesondere der transzendentalen Ästhetik, indem er eben in besonderer Weise davon Gebrauch macht, Raum-Zeit-Verhältnisse in einer Subjektivität zu begründen. Im Unterschied zu Kant wird diese Subjektivität auch variabel gehalten, also in der Form, dass bestimmten Subjekten sind immer bestimmte Umwelten zugeordnet. Das bedeutet dann zum Beispiel auch, dass eine bestimmte Organisation, eine bestimmte Physiologie, das Gehirn oder was auch immer, mit einem Komplex von sinnlichen Qualitäten verknüpft gedacht wird. Und sofern man an dieser Stelle eine Gleichartigkeit unterstellen kann, also zum Beispiel die Zecken, die fühlen eben alle gleich, oder die Wespen nehmen alle Wespendinge wahr und die Libellen eben nur die Libellendinge, dann könnte man gewissermaßen sagen, dass eine Wespe in die Seele einer anderen Wespe quasi hineinschauen kann. Und ich sage das deshalb, weil da an diesem Punkt natürlich ein gewisses Problem liegt, insbesondere wenn es übertragen wird auf menschliche Umwelten. Also anhand welcher Kriterien unterscheidet man die Gleichartigkeit? In der anthropologischen Tradition wären das hier zum Beispiel Charakterdifferenzen, die auf alles Mögliche bezogen werden können. Nach von Uexküll, und das macht er in den Streifzügen sehr ausführlich, unterscheiden sich also Umwelten durch je spezifische Raum-Zeit-Verhältnisse. Und das kann sehr weitgehend aufgefächert werden in Räume des Wirkens, des Tastens, des Sehens. Und es gibt viele weitere Beispiele, die mit bekannten Wegen zu tun haben. Die Unterscheidung von Heimat und Fremde, die immer anders ausfällt, je nachdem, mit welchem Organismus man es zu tun hat, oder auch die Unterscheidung von Beutefeld und Schonfeld. Und diese Sache, dass eben eine solche Pluralität der Umwelten herausgearbeitet wird, ist natürlich der Reiz gewesen für sehr viele, sich mit von Uexküll zu beschäftigen und ihn weiterzudenken.
Aber von Üxküll ist nicht nur daran interessiert, diese Pluralität herauszuarbeiten, sondern gleichzeitig gibt es bei ihm auch noch eine übergreifende Ordnung, die gewissermaßen die Vielzahl der Umwelten zusammenhält, die die Vielzahl der Umwelten zusammenhält, so ähnlich wie in der Leibniz'schen Monadologie, die einzelnen Monaden zwar sehr spezifische Perspektiven ausbilden, sie aber allesamt eine Welt ausdrücken. Und das wäre in dem Kontext natürlich jetzt nicht eine Welt, weil diese eine Welt gibt es nach von Üxküll konsequent gedacht eigentlich nicht. Aber ein Lebensplan, eine Ordnung der Natur, die die unterschiedlichen Umwelten zusammenhält und die dafür sorgt, dass die Pluralität nicht in ein reines Chaos ausartet. Diese Planmäßigkeit lässt sich, wie gesagt, auch in der Methode, die von Üxküll anwendet, zur Beschreibung dieser Umwelt wiederfinden, also in der Art und Weise, wie in der Subjektivität bestimmte Prinzipien für die Umweltbildung herausgearbeitet werden, aber auch darin, dass eine bestimmte hierarchische Struktur diese Umwelten ordnet. Zum Beispiel verwendet er mit Blick auf die Fotografie sowas wie eine Gittermethode, indem er einfach die Fotografie und das könnte man sagen, die menschliche Umwelt als das Nonplusultra, den Maßstab gewissermaßen hinstellt und die einzelnen animalischen Umwelten dadurch kennzeichnet, dass er bestimmte Merkmale der Fotografie durchstreicht oder zu gewissermaßen schwarzen Flecken als schwarzen Fleck übermalt, sodass immer weniger Differenzierung in dem Bild erkennbar ist. Diese Ordnung der Natur, dieser Plan, dieser Lebensplan, der für von Üxküll gewissermaßen Grundlage seiner Überlegungen darstellt, führt ihn auch dazu, von der biologischen Weltanschauung zu sprechen, die eben im Mittelpunkt der Überlegungen stehen soll. Also es gibt gewissermaßen eine normativ gedachte Ordnung der Natur, die von dem Umweltforscher eben auch erforscht wird, die eine weitreichende normative Relevanz für sich beanspruchen kann. In gerade Texten aus den 1930er Jahren wird das in einen Zusammenhang gestellt mit der aufkommenden neuen biologischen Weltanschauung, die man eben politisch ganz rechts außen lokalisieren muss. In den Texten ist auch die Rede von der verderblichen Kunst beispielsweise, was auf das Thema der entarteten Kunst vorausweist. Es gibt eine scharfe Kritik an modernen Kunstentwicklungen, zum Beispiel mit Blick auf Max Liebermann. Er schreibt in einem Aufsatz von Üxküll, Tierwelt oder Tierseele, mit drei Merkmalen auszukommen, gilt heute als höchste Kunst. Das können die Seeigel auch. Also es gibt immer wieder ein sehr starkes ländliches Bild, könnte man sagen, einer geordneten Welt. Und dieses ländliche Bild ist eben durch Entwicklungen bedroht. Man kennt das aus dieser Zeit, durch Entwicklungen, sei es industriellen Typs, politischen Typs, die Urbanisierung und so weiter. Also man findet immer wieder Beispiele bei von Üxküll, die Eiche, Dinge, die eben für ein sehr naturzugewandtes, alle städtischen, industriellen Kontexte ausblendenden Verhältnisse steht. In dem Sinne ist es auch keineswegs eine kuriose Episode, wie Agamben meinte, dass von Üxküll ein Vorwort zu Houston Chamberlains
Buch Natur und Leben geschrieben hat oder überhaupt dieses Buch rausgegeben hat und kommentiert hat, sondern es passt eigentlich sehr genau in sein Konzept dieser übergreifenden Ordnung, also nicht die Überlegung zur Pluralität der Umwelten, nochmal gesagt, sondern die Idee, wie diese verschiedenen Umwelten in einer Ordnung zusammengehalten werden und zusammengehalten gedacht werden können. Und er unterstützt die vier Grundsätze der, wie er sagt, Chamberlainschen Biologie, das zunächst einmal einen umgreifenden Vitalismus entwickelt, eine planmäßige Verbundenheit der verschiedenen Organismen, dann eine bestimmte Anzahl von typischen Gestalten, die eben, könnte man sagen, in den Funktionskreisen sich individualisiert haben. Und viertens die Idee der Unwandelbarkeit der Gestalten. Also die Überlegung eben zu typischen Gestalten, die unwandelbar sind. Man kennt diese Überlegungen zu den Typen, die eben nicht so einer kleinteiligen Evolution unterliegen, aus Chamberlains Arbeiten, die eben den Rassenbegriff, also die Rassenseele zum Beispiel, ausgearbeitet haben. Das mal so viel zu von Uexküll. Also man muss, denke ich, zwei verschiedene Perspektiven hier immer im Blick behalten. Jetzt komme ich zu Plessner, der zunächst einmal, indem er eben den Menschen, der weltoffen ist und eine Welt, gewissermaßen einer Welt sich zuwendet, von den Tieren abhebt und auf diese Weise eben auch Kulturanthropologien kritisiert, die sich vielleicht zu umstandslos an ein solches Konzept der Umwelten anschließen, an ein solches Konzept der Umwelten anschließen würden. Und an dem Punkt widerspricht er also von Uexküll, der, wie wir gesehen haben, die Mensch-Tier-Differenz eigentlich aufhebt. Jedenfalls ist das eben ein wichtiger Zug seiner Umweltlehre. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Tiere nicht in der Lage sind, die Ordnung der Natur wirklich zu erkennen. Das ist dann schon dem Menschen vorbehalten. Aber der Mensch hat eben keine Welt im Unterschied zu den Umwelten, die den Tieren allein zukommt. Und genau der Unterschied wird von Plessner hier wichtig gemacht. Deswegen sagt er Plessner zu Uexküll, er hat ein, also sein Verdienst liegt gewissermaßen darin, ein Bild des tierischen Verhaltens freigelegt zu haben. Und dieses Bild des tierischen Verhaltens ist seiner Meinung nach Voraussetzung für das Verständnis menschlichen Verhaltens. Und damit liefert von Uexküll mit anderen, könnte man sagen, wie zum Beispiel Hans Driesch, für die Entwicklung des neuen anthropologischen Begriffs vom Menschen eine biologische Grundlage. Plessners Anthropologie fußt auf einer Philosophie des Lebens, die sich in von Uexkülls biologischer Tierbetrachtung vorgeformt findet. Dies zeigt sich im Begriff des Lebensplans, der zwischen einem körperlichen Organisationstyp und der ihm zugehörigen Umwelt einheitlich vermittelt. Leben kann weder in einem mechanischen Verhältnis physiologischer Prozesse noch psychologisch in einer Tierseele verortet werden, sondern nur auf einer Ebene des Merkens und Wirkens. Und das heißt, auf einer Ebene qualitativer Phänomene des Erlebens, die dem Gestaltcharakter des Verhaltens entsprechen. Plessner korrigiert hier von Uexkülls strengen Kantbezug, indem er die Koordination von Organismen und Umwelten im Leben auf ontologische Schemata a priorischer Gesetze zurückführt.
Nach Kant ist der Schematismus auf die Erscheinungswelt limitiert, nicht so bei Plessner. Aus seiner Sicht ist die empirisch arbeitende Umwelt oder auch Verhaltensforschung durch eine philosophische Analyse der Vitalkategorien zu begründen, die nichts weniger als die Wesensstruktur des Lebens artikulieren. Mit dieser methodischen Erweiterung des Subjektbegriffs aus seinen Lebensgrundlagen unternimmt Plessner eine anthropologische Explikation der nicht zuletzt hierarchisch angelegten natürlichen Ordnung von Uexküll. Das Tier nimmt eine mittlere Stellung auf der Formstufenleiter ein, nach der Pflanze und bevor der Mensch erscheint. Seine Organisationsform exemplifiziert den Begriff der Positionalität, der als grundlegende Kategorie des Lebens fungiert. Das Tier ist im Modus des nicht bloß dinglich vorhandenen Gesetztseins. Es verhält sich mittels seines Körpers zu seiner Umwelt, indem es nur auf dem Weg über das Zentrum gereizt sein und reagieren kann. Ich zitiere mal Plessner dazu. Der Körper merkt das Sein und wirkt auf das Sein. Über eine Kluft hinweg steht er mit dem anderen in sensorischer und motorischer Verbindung. So Plessner in den Stufen. Halten wir hier fest, das Tier markiert eine Stufe des Organischen, die durch zentrische Positionalität bestimmt ist. Es steht in einem lebendigen Verhältnis zu sich, das einerseits physiologisch und andererseits durch ein qualitatives Erleben, subjektiv ganzheitlich, durch Autonomie der Formbildung charakterisiert ist. Im Begriff der Entwicklung führt Plessner diese Überlegungen zusammen. In ihm verbinden sich Prozesse des Werdens mit der beharrlichen Identität eines Typus oder einer Gestaltidee. Zum lebendigen Dasein gehört ein ständiges Werden im Sinne der Realisierung eines sich durchhaltenden oder mit sich identischen Etwas. Also bleibt das anders werdende Ding dasselbe, so Plessner. Reines Werden, das die Grenzen der Formidee ruinierte, wäre Veränderung ohne Maß und Ziel und daher jedenfalls keine Entwicklung. Er schreibt dazu, so versteht man die inneren Gründe, aus welchen sich die ganze organische Natur von dem Gesetz des Typus beherrscht zeigt. Zitat Ende. Im Typus oder in den Gestaltideen haben die Tiere einen unverrückbar feststehenden Rahmen für ihre Lebensprozesse. Und zwar einen Rahmen, in dem ihr Anderswerden sich zu halten hat. Differenzierung wird dabei auch im evolutionären Sinn als eine Entwicklung zu einem höheren Mannigfaltigkeitsgrad oder Zunahme an Struktur begriffen. Übertragen auf die Sphäre des Menschen und seinen Personencharakter könnte von einer vitalen Basis gesprochen werden, die weiterhin typische, wie Plessner sagt, ethnobiologische Unterscheidungen in sich trägt. Sie entsprechen dem animalischen Umweltcharakter, der ein integrales Moment in dem exzentrischen Weltverhältnis des Menschen bleibt. Ich zitiere nochmal Plessner aus den Stufen. Auch seine Welt ist notwendig getragen von Umweltcharakteren, wie in der Organisation seiner eigenen Existenz das höhere und spezifisch menschliche vom Tierischen getragen wird. Auch sie zeigt sich notgedrungen als Milieu, als Fülle der Umstände. Zitat Ende. Allerdings ist die vitale Basis einer tiefen Verbundenheit mit dem Lebendigen keine letzte Bestimmung des Menschen. Diese liegt vielmehr in der Humanität selbst, in der singulären Person des einen Menschen, in der alles, was Menschenantlitz trägt, ursprünglich verknüpft bleibt, so Plessner. Und genau an diesem Punkt macht sich auch bei Plessner eine merkwürdige Vorrangstellung der westlichen Kultur geltend, weil diese als einzige die Humanität als weltanschaulich neutrale Idee
versteht. Kulturen, die nicht menschheitsbezogen denken, befinden sich dagegen in einem wenig differenzierten Entwicklungszustand. Sie verabsolutieren ihr partikulares Dasein gedankenlos. Ihnen fehlt die anthropologische Aufklärung über die besonders geartete menschliche Positionalität, über die unergründliche Macht des existenziellen Verstehens als kreativer Lebensgrund aller Sinnstiftung. So viel zu Plessner. Man sieht, manches von dem hierarchischen Ordnungsdenken von Uexküll fließt gewissermaßen in seine Anthropologie trotz allem wieder ein. Die Umwelt hat einen hohen Stellenwert, natürlich besonders für die Tiere, aber selbst dort, wo Menschen ethnobiologisch differenziert werden, taucht der Umweltgedanke wieder auf. Und auch die Idee, denke ich, einer Unterscheidung zwischen den Kulturen, die den Begriff der Humanität adäquat zu konzipieren verstehen, und anderen Kulturen, lässt sich hier ins Spiel bringen und natürlich problematisieren. Ich komme zum Schluss und will jetzt nochmal zeigen, wie die Uexküll-Rezeption bei Deleuze und bei Deleuze und Guattari von derjenigen von Plessner abweicht und an welchen Stellen gewissermaßen sie an das Konzept Uexkülls anschließen, was sie vielleicht problematisieren und wie sie mit dieser Schwierigkeit umgehen, dass eben eine, sag mal, reine Affirmation der Umwelten ein kulturanthropologisches Konzept quasi zu ergeben scheint, das man zum Beispiel von Rodacker kennt und was natürlich auch sehr stark politisch diskreditiert ist, und wie sie eben dann auch damit umgehen, dass eine solche Privilegierung des Menschen hier nicht stattfindet. Ich würde sagen, das Konzept des Tierwerdens ist eines, was sich anbietet, um sozusagen diese Uexküll-Rezeption bei Deleuze und Guattari zu studieren, und zwar in 1000 Plateaus. Und ich würde es auch sagen, dass es im Kern darum geht, im Tierwerden eine ganze Tradition von Mensch-Tier-Verhältnissen zu problematisieren und zu überarbeiten und eben diesen Verhältnissen eine bestimmte neue Wendung zu geben. So kann man sehen, dass in den Anfangspassagen des Kapitels eben zum Tierwerden zunächst Deleuze und Guattari damit beschäftigt sind, zoologische Überlegungen gewissermaßen über das Tier abzulehnen beziehungsweise deren Bedeutung zu relativieren, indem sie eben sagen, dass das Denken in Klassifikationen, das sich nähern dem Tier über ihre organischen Funktionen, über Themen der Vererbung, selbst über das Thema des Mythos, zum Beispiel bei Lévi-Strauss, dass all diese Annäherungen eben problematisch sind, weil sie ein bestimmtes Mensch-Tier-Verhältnis gewissermaßen schon voraussetzen, auch eine bestimmte Priorisierung des Menschen voraussetzen, aber auch eine bestimmte Logik, eben mit dem Tier umzugehen, voraussetzen. Und sie schlagen eine Alternative vor, einen alternativen Umgang mit dem Tier, könnte man sagen, eben mit Blick auf das Tierwerden. Also das Tierwerden ist ein alternativer Umgang mit dem Tier, ganz generell, könnte man vielleicht sagen. Und hier ist insbesondere, oder sind insbesondere die spinozistischen Erinnerungen ein Teilkapitel in 1000 Plateaus, eben in diesem Feld des Tierwerdens von Bedeutung, wo sich Deleuze und Guattari stärker an Spinoza
Und weniger an Leibniz, was ja auch noch eine Möglichkeit ist, Üxküll zu kontextualisieren. Also zunächst stärker an Spinoza orientieren und an dessen Körperbegrifflichkeit, wie es im zweiten Buch der Ethik von Spinoza dargelegt wurde. Und man könnte sagen, im Kern ihrer Umformulierung mit Blick auf Spinoza liegt der Begriff der Individuation. Und an der Stelle werde ich noch mal ein bisschen vorlesen aus meinem Text, damit ich nicht alles überspringe, was vielleicht wichtig ist. Geoffroy Saint-Hilaire, also das ist die Figur, auf die Sie sich beziehen, wenn es um den Begriff der Individuation geht. Geoffroy Saint-Hilaire, ein französischer Zoologe, wird als Gegenspieler von Cuvier eingeführt, dem es nicht länger darum geht, Beziehungen von Organen zueinander und von Organen zu Funktionen zu definieren. Vielmehr bezieht er sich auf abstrakte Körperteile. Ich zitiere Deleuze-Guattari, die sich nur durch ihre Geschwindigkeit unterscheiden und auf diese Weise verschieden kombinieren und in dieses oder jenes individuierte Gefüge eingehen. Zitat Ende. Die Vorgänge der Individuation sind auf einer Immanenzebene lokalisiert. Informelle und funktionslose verschwinden kleine Teilchen, die sich zu größeren Einheiten zusammensetzen, wenn sie Organe oder Funktionen ausbilden. Dagegen die Position von Cuvier, die an einem transzendenten oder verborgenen Organisationsplan festhält, der sich wegen seiner rationalen Teleologie in der Ordnung der Lebewesen erst manifestiert. Also hier gewissermaßen Immanenzplan versus Transzendenzplan. Geoffroy Saint-Hilaire gegen Cuvier. Den Prinzipien der Organisation oder Entwicklung setzen Deleuze und Guattari mit Geoffroy Saint-Hilaire die Faltung entgegen. Faltung und nicht Charakter, Typus oder Gestalt. Ich zitiere hier mal aus 1000 Plateaus. Und wenn es tatsächlich Sprünge oder Brüche zwischen Gefügen gibt, dann nicht aufgrund ihrer natürlichen Irreduzibilität, sondern weil es immer Elemente gibt, die nicht rechtzeitig ankommen, oder erst dann, wenn alles vorbei ist, sodass man durch Nebelschwaden oder Leerzonen, Fortschritte und Verzögerungen hindurch muss, die selber Bestandteile der Immanenzebene sind. Zitat Ende. Von natürlich irreduziblen Wesenheiten kann also nicht die Rede sein, wenn das Individuelle aus einer immanenten Individuation heraus entsteht, also aus Verhältnissen unterschiedlich schnell bewegter formloser Partikel. Eine Maschine, so Deleuze und Guattari, und kein Mechanismus, ein organloser Körper und keine Organisation. Dieser Sichtweise wird eine weitere hinzugefügt, indem mit Spinoza den quasi physikalischen Beziehungen, also Schnelligkeit, Langsamkeit, Affektive an die Seite gestellt werden. Die einen sind nicht ohne die anderen. Eine Untersuchung der Affekte eines Körpers bezeichnen Deleuze und Guattari als Ethologie. Und in dem Zusammenhang kommen sie eben auf, von Üxküll zu sprechen. Ich zitiere das mal. Wenn von Üxküll die Tierwelten definiert, so sucht er nach den aktiven und passiven Affekten, zu denen das Tier fähig ist, und zwar in einem individuierten Gefüge, dessen Teil es ist. Damit ist klar, was von Üxküll für die hier verfolgte Interpretation des Tiers positiv bedeutet. Eine Ansammlung von Tierwelten, die sich aus den immanenten Verhältnissen der individuierten Gefüge, der affektiven Bezüge des Körpers und ihrer Umwelten ergeben. Weder festgeformte Gestalten und eindeutige Charaktere, noch eine rein natürliche Ordnung, die die Umwelten aufeinander abstimmt und das Privileg der wissenschaftlichen Forschung garantiert, sind hier relevant.
Die ethologische Sichtweise unterminiert die physiologische, indem sie auf die Affekte abstellt, die zum Beispiel das Verhalten von Tieren in urbanen Räumen verändern. Allgemeiner gesagt, ein berühmtes Zitat von Deleuze und Guattari, zwischen einem Rennpferd und einem Arbeitspferd gibt es mehr Unterschiede als zwischen einem Arbeitspferd und einem Ochsen. Es kommt nicht auf die artspezifischen organischen Funktionen an, sondern auf die Affekte eines Körpers und wie sie sich mit anderen Affekten, den Affekten eines anderen Körpers, verbinden können oder nicht, um ihn entweder zu zerstören oder von ihm zerstört zu werden, um entweder zu handeln oder zu leiden oder um mit ihm einen Körper zu bilden, der noch mehr vermag. So Deleuze und Guattari in Mille Plateaux. Immer wieder geht es Deleuze und Guattari um Symbiosen oder widernatürliche Anteilnahmen, die zwischen verschiedenen Tieren, zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen stattfinden. Und zwar, man könnte auch sagen, zwischen Natur und Kultur, weil auch da ist natürlich der Plan nicht festgelegt. Nicht im Sinne einer prästabilierten Harmonie, die den Umwelten in der einen Natur ihren festgefügten Ort zuweisen würde, sondern im Sinne heterogener Kollektive, der Verkettung divergenter Reihen, die einen Block des Werdens miteinander bilden. Ahab und der Wal, aber auch die Wespe und die Orchidee oder mit von Uexküll gesagt, die Hummel und das Löwenmaul. Und selbst wenn es von Uexküll hin und wieder gelingt, die internen und nicht totalisierbaren Beziehungen der Umwelten aufzuzeigen, so hat er doch stets seine auf Ordnung bedachten Hintergedanken. Es verdient deshalb festgehalten zu werden, dass Deleuze und Guattari ausdrücklich und an mehreren Stellen des Textes jeden transzendenten Plan oder mit deutlicher Anspielung auf von Uexküll Lebensplan zurückweisen, der das Werden aus den Augen verlieren muss, wenn er es bereits im Voraus reglementiert. Vielleicht dazu auch noch mal kurzes Zitat aus dem Mille Plateaux, damit es deutlich wird, dass sich Deleuze und Guattari auch absetzen von Uexküll. Zitiere, Seite 362, 1000 Plateaus, Lebensplan, ein Plan, der als solcher nicht gegeben sein kann, der nur abhängig von Formen, die er entwickelt und von Subjekten, die er formt, erschlossen werden kann, da er für diese Formen und Subjekte da ist. Und genauso auch die Redeweise von Bildungs-, Organisations- und Entwicklungsplänen, die von ihnen zurückgewiesen werden und stattdessen Immanenzpläne, Diagramme oder Maschinenfragen, die an die Stelle sozusagen dieser transzendenten Pläne treten. Die affektiven Relationen zwischen Körpern, die sie miteinander Bündnisse eingehen lassen, sind nicht auf bestimmte Arten oder Gattungen von Lebewesen beschränkt. Es handelt sich um Diesheiten, Hekaitates mit Blick auf Duns Scotus formuliert, die zugleich maschinelle Gefüge oder heterogene Kollektive genannt werden können. Kein Individuum, sondern, zitiere nochmal, ein Ensemble von Schnelligkeiten und Langsamkeiten, von nicht subjektivierten Affekten. Das Tier, das beim Tierwerden auftaucht, ist eine Meute oder ein Rudel und seine Affekte sind präindividuell, eine Auswirkung der Kraft der Meute, keine qualifizierenden Eigenschaften. Eine Wagenladung von Affen bei Virginia Woolf oder ein Haufen Ratten bei Hugo von Hofmannsthal. Mit dem Tierwerden verändern sich die Mensch-Tier-Verhältnisse, weil es keine in einer wesentlichen Bestimmung festliegende Grenzziehung anthropologischen Typs erlaubt. Im Menschen als eine als Spezies definierte Entität liegt ein Werden, das nicht an die diskursiv konsolidierten Ordnungen gebunden ist und genau darin macht sich seine eigene Animalität bemerkbar. Sie lenkt den Blick auf Individuationsprozesse, die wiederum nicht auf einen zoologischen Bereich beschränkt sind. Hitchcocks Vögel werden von vibrierenden elektronischen Geräuschen begleitet und so weiter.
Deleuze-Guattari finden zahllose Beispiele für die heterogenen Verkettungen, die, wie sie sagen, aus der Welt ein Werden machen. Jede Welt ist ein konkretes Gefüge oder eine Diesheit, die durch Transparenz in andere Diesheiten hineingleitet. Die Transparenz bezeichnet ein Milieu, das nicht auf einen Funktionskreis zu limitieren ist, weil es auf unterschwellige Intensitäten bezogen ist, die in einer beliebigen Nachbarschaftszone zwischen Individuen wie Tier und Mensch vermitteln oder sie in ein Werden hineinziehen. Wir müssten die Schwelle der Fotografie oder des Films erreichen, so Deleuze und Guattari. Das heißt, eine Langsamkeit oder Schnelligkeit, die nicht innerhalb einer fest definierten Umwelt vorkommt. Dann handelte es sich nicht um eine relative, auf eine Tierumwelt bezogene, sondern um die absolute Schwelle eines Unwahrnehmbarwerdens, die unendliche Bewegung einer kontinuierlichen Variation virtueller Mannigfaltigkeit. Eine Vielzahl von Perspektiven, die an die vielen möglichen Welten gebunden sind und sich doch beständig durchdringen und verwandeln. Keineswegs sind diese Welten unveränderliche Umwelten, die einen größeren Plan voraussetzten, den es zu verstehen gelten würde. Vielmehr wird jede Wahrnehmung mit ihrer eigenen Grenze konfrontiert, weshalb nicht das Unbewusste spekulativ zu idealisieren oder anders wiederzufinden, sondern zu konstruieren ist. Das Tierwerden ist ein Experiment, könnte man sagen, und damit auch immer eine Praxis des Minoritärwerdens. Die Festlegung einer Minderheit hat immer damit zu tun, dass das nicht zugelassene Werden, das durch die permanente Reproduktion bestehender Strukturen kontrolliert wird, als eine bloße Vorstufe der Entwicklung oder eine unwesentliche Seite der menschlichen Existenz, zum Beispiel ein armseliger Charakter, angesehen wird. Das Vergängliche und nicht das Ewige, Passivität statt Aktivität, Instinkt und Automatismus gegen Intelligenz und Freiheit, das Unbewusste als das noch nicht Bewusste. All dies kann in den Behälter der minderen Existenz geschüttet werden. Der US-amerikanische Albtraum, die Versklavung der Schwarzen und der Genozid an den indigenen Völkern manifestiert sich, so Deleuze und Guattari im Rekurs auf Leslie Fiedler, im psychisch verdrängten Bild der Triebkraft und im unterdrückten Bild einer Wahrnehmung, die zunehmend verschärft und verfeinert, die unendlich verlangsamt oder beschleunigt wurde. Vielleicht erklärt sich daraus, dass nur eine Minorität dem Werden als aktives Medium dienen kann, wenn ein Körper mit einem anderen in ein Verhältnis der Ununterscheidbarkeit tritt und einen durch Intensitätsverhältnisse bestimmten organlosen Körper konstruiert. Ich mache hier mal einen Punkt, habe lang genug geredet und hoffe, dass wir vielleicht in einer nächsten Sitzung gemeinsam nochmal über das Thema Tierwerden diskutieren können. Bis dann.